Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Die freundliche Zusammenfassung dieses Antrags könnte dürr sein. Weniger freundlich könnte man allerdings auch Arbeitsverweigerung sagen. Denn das, was Sie hier abgeliefert haben, wenn man sich einfach mal den Beschlusspunkt anschaut: Die Landesregierung soll Frauen in Männerberufen und Männer in Frauenberufen fördern. Daher wird sie beauftragt, die Aktionstage Girls Day und Boys Day mit eigenen Aktionen zu unterstützen und weiterzuentwickeln. Ja, Halleluja, wer könnte dem widersprechen? Mal abgesehen davon, ich gehe davon aus, dass die Landesregierung derzeit sich auch schon an Girls und Boys Day beteiligt. Zumindest hat die alte Landesregierung das getan. Ich weiß nicht, ob Ihre Landesregierung da jetzt derartig Nachholbedarf hat, aber das könnte man auch auf der Arbeitsebene klären. Dafür muss man nicht so ein dünnes Papierchen hier auf den Tisch legen. Was allerdings schon wichtig ist, ist die Fragestellung, wie wir eigentlich tatsächlich mit geschlechtersensibler Berufswahlorientierung umgehen. Und da ist mehr abzuliefern, als irgendwie den Girls Day und den Boys Day fördern zu wollen. Beispielsweise habe ich mir mal im Berufsbildungsbericht des Bundesministeriums die Zahlen für junge Mütter und junge Väter angeschaut und deren Anteil an den Auszubildenden. Und dort wird man leider die recht schlechte Bilanz feststellen, dass laut diesem Bericht 50,4% aller jungen Mütter und 34,1% aller jungen Väter zwischen 16 und 24 ohne Berufsabschluss sind oder auch eben keine Schule besuchen oder keine Berufsausbildung machen. Hier wäre ein konkreter Ansatzpunkt, um beispielsweise durch das konkrete Instrument der Teilzeitausbildung junge Eltern zu unterstützen. Davon, von konkreten Ansätzen, von konkreten Konzepten, ist bei Ihnen nichts zu lesen. Und Frau Butschko hat gerade schon darauf hingewiesen, welche Berufe mehrheitlich von Frauen angewählt werden und welche Berufe mehrheitlich von Männern angewählt werden und dass sich dort nach wie vor Frauen auf relativ wenige Berufe konzentrieren. 75% aller Frauen wählen ungefähr 25 Berufsarten an. Bei den Männern sind es ein paar mehr. Und nach wie vor lässt sich natürlich feststellen, dass es viel Luft nach oben gibt. Vor allem, wenn wir uns anschauen, dass junge Frauen vergleichsweise selten in Handwerksberufe gehen. Da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Mit wem könnten Sie das besprechen? Das können Sie mit Ihrer Landesregierung besprechen. Es wäre aber sinnvoller, Maßnahmen mit den Kammern zusammen zu machen. Hier hinzugehen und zu sagen, liebe Handwerkskammer, das ist das Potenzial, was ihr heben müsst. Das ist das Potenzial, was eure Betriebe brauchen, um zukunftsfähig zu werden. Und gleichermaßen besteht natürlich auch noch Luft nach oben, wenn wir uns anschauen, dass Männer in erzieherischen, sozialen und gesundheitlichen Ausbildungsberufen nach wie vor unterrepräsentiert sind. Aber auch da braucht es doch mehr als warme Worte, dass Sie gerne mehr Männer in Frauenberufe bringen möchten. Auch da wäre doch sinnvoll zu wissen, wie man das eigentlich anstellen möchte. Aber wir bleiben offensichtlich mit Ihnen leider nur auf dieser appellativen Ebene. Möglicherweise könnte es doch gut sein. Und Frau Butschko hat darauf hingewiesen, die rot-grüne Landesregierung hat doch konkrete Maßnahmen ergriffen mit kein Abschluss ohne Anschluss. Und dort eben dem Projekt Genderkompetent haben wir ein Projekt aufgelegt, was tatsächlich die Weiterqualifizierung, was genderbezogene Kompetenzen, so heißt es, so Kompetenzen angeht, für die Berufswahlorientierung junger Männer und Frauen. Und darauf muss es doch ankommen, dass diejenigen, die in der Berufswahlorientierung wichtig sind, nämlich die Lehrerinnen und Lehrer, die Beraterinnen und Berater, sowohl was die Arbeitsagenturen angeht, als auch was die Studienberatungen angeht, dass die diese Genderkompetenzen haben und dass dort eben geschlechtersensibel beraten werden kann. Und eins will ich Ihnen aber noch mit auf den Weg geben, weil mir ist das zu einfach, wenn Sie sagen, Sie möchten mehr Frauen in Männerberufen und mehr Männer in Frauenberufe. Ich möchte, dass die Menschen nach dem, was sie interessiert und nach ihren Fähigkeiten einen Beruf auswählen. Das bedeutet aber auch, dass viele Mädchen, die heute einen in Häkchen klassischen Frauenberuf auswählen, anschließend vor der Konsequenz stehen, dass diese Berufe schlechter bezahlt sind und auch schlechtere Aufstiegschancen haben. Wie wäre es denn, wenn wir gemeinsam die Initiative dafür ergreifen würden, dass diese Berufe, die mehrheitlich von Frauen ausgeübt werden, die gesellschaftliche Wertschätzung erfahren, die ihnen zusteht und gleichermaßen auch besser bezahlt werden, damit die hochwichtigen Tätigkeiten in den sogenannten Care-Berufen endlich aufgewertet werden und damit wir Frauen für ihre Aufstiegschancen und für ihre Existenzsicherung nicht davon überzeugen müssen, in technische Berufe zu gehen, sondern dass wir ihnen sagen müssen, mach, was du möchtest, woran dein Interesse besteht und davon kannst du auch leben. Das ist unsere Verantwortung und der werden Sie mit diesem Antrag leider überhaupt nicht gerecht.